Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Heute sitzt ihr, wie du uns schon erkennen kannst, sind wir heute nicht in meiner Küche, sondern wir sind heute in der Slowakei bei meinem Schwager. Und ich mache heute für euch eine gefüllte Hühnerbrust mit Bärlauch Mascarpone Creme und Reis dazu. Gefüllte Hühnerbrüste brauchen wir Hühnerbrüste, die habe ich schon aufgeschnitten. 5 Stück habe ich hier. Ungefähr einen halben Kilo Mascarpone, ein Bärlauch, ungefähr 100 Gramm, das ist so viel, Salz, Pfeffer und ein ganzes Ei. So, die Hühnerbrüste habe ich, wie gesagt, schon aufgeschnitten. Die brauchen wir nur ein bisschen auseinanderdrücken. Die braucht man nicht klopfen, weil die werden eh gerollt. Dann tun wir die nur leicht salzen. Das Pfeffer aus der Mühle. Noch geht nicht. Drinnen ist was. Das ist schon. So. Stellen wir die Welle auf die Seite. Dann hier die Mascarpone. Muss ich mal schauen, ob sie das sieht, weil ich habe nämlich meine Halterung für die Kamera vergessen. Jetzt weiter muss ich improvisieren. Ja. Das wird auch gesalzen. Aufpassen bei der Mascarpone, beim Kauf, da gibt es nämlich zwei verschiedene. Da gibt es eine, die ist gezuckert und eine, die ist Natur. Nach Möglichkeit bitte die Natur nehmen, weil Zucker passt nicht so wirklich dazu. Das Pfeffer. Dann können wir schon das Ei. Dann tun wir den Bärlauch, den schneiden wir in feine Streifen. Schön durchziehen, nicht drücken, weil sonst wie beim Knoblauch. Da drückt man dann die ätherischen Öle raus und dann schmeckt das nach gar nichts. So schön das Messer durchziehen. Nur auf die Finger halt aufpassen. Kann man die Stiele ruhig mitverwenden. Das riecht jetzt schon so stark. Ich habe auf meiner Homepage eh schon einiges über Bärlauch geschrieben und reingestellt, was ich so gefunden habe. Eben die ganzen Gefahren, mit was man es verwechseln kann, und da sollte man halt schon ein bisschen aufpassen. Ne? So, jetzt haben wir das in Streifen geschnitten. Das Ganze geben wir jetzt dann da dazu. So. Passt. So, das mischen wir jetzt schon durch, wenn es geht. Voll. Kann natürlich auch eine größere Schüssel nehmen, dann kann man sich viel leichter. So, nachdem wir das jetzt durchgemischt haben, geschmacklich ist es auch okay, werden wir das dann in die Hühnerbrüste einfüllen. Und zwar machen wir das mit Alufolie, die Röllchen. Und ich hier die Alufolie, die wird etwas invertiert. Weg. So. Eine Hühnerbrust legen wir drauf. Bärlauch. Nein. So. Und einmal so einschlagen. Einrollen. Und jetzt mit der Alufolie nachrollen. Dann einfach links und rechts so zusammen.
so eine schöne feste Rolle ist. Dann passt das. Und das machen wir jetzt mit alles so. Die Hühnerbrüste gerollt haben, haben wir eine Pfanne aufgestellt mit ein bisschen Fett rein, dass das schön heiß ist. Und tun wir die Röllchen kurz links und rechts ein bisschen anbraten. Ja, ich muss halt sie das putzeln. So, die tun wir dann kurz anbraten. Und dann kommen sie circa bei 180 Grad ungefähr 40 bis 50 Minuten ins Rohr. Nachdem wir das kurz angebraten haben, geben wir das jetzt dann ins vorgeheizte Rohr. Ihr seht, ich habe da jetzt eigentlich mehr drin, als was ich vorher gemacht habe. Ich habe nämlich noch, dasselbe geht nämlich auch mit Schweinbrötchen. So, dann hat man die Pfanne und bewegen ein paar Röder in Richtung drüben. Und schieben das da ins Rohr, ungefähr für 40 bis 50 Minuten. Bei 150 Grad. Ungefähr. So, nachdem wir das jetzt im Rohr haben, machen wir jetzt dann gleich den Rice. Der Reis ist heute keine komplizierte Geschichte, das ist einfach ein Reis, ein gekochter Reis mit viel Salzwasser, den wir dann abseihen. Weil den Reis, was ich da habe, der ist slowakisch. Und wenn ihr auf die Struktur schaut, der ist eher Rundkorn oder so irgendwas. Den kann man nicht dünsten. Aber der passt am besten dazu. Und der schmeckt auch super. Ja, auf meiner Homepage findet ihr immer wieder neue Produktinformationen. Momentan bin ich dabei, über Fische, Meeresbewohner aller Art zu schreiben, Beiträge zusammenzufassen, was euch interessieren könnte, was mich interessiert. Für mich sind das auch immer wieder Aha-Erlebnisse, wo ich sage, oh, das gibt's auch. Und wir haben erst eigentlich nicht einmal 15% oder was von unseren Meeresbewohnern das erforscht und wissen, was es da unten im Wasser alles gibt. Das macht die ganze Sache interessant und sehr umfangreich. So, unser Salzwasser kocht jetzt. Dann können wir den Reis einfach reinschütten. Wie gesagt, das ist ein gekochter Reis, das ist kein gedünsteter. Das tun wir einmal kurz umrühren. Deckel drauf und ca. 15 Minuten kochen lassen. Jetzt abgesetzt, ist fertig. Und dann decken wir jetzt zu und lassen wir noch ein bisschen nachdünsten. Dann warten wir noch mal, bis die Hühnerbrüste fertig sind, dann können wir schon anrichten. So, unsere Hühnerrädchen sind jetzt fertig. Jetzt werden wir anrichten. Einen schönen Teller, heute haben wir einen orangenen. So. Bei dem Reis, schaut, wie schön König der ist, das Faltchen locker, das soll so sein. So, mal schön an das Eck. Mal das gleich umgeschnitten, ich schiebe das einfach so rüber, seht ihr das? Da haben wir das Röllchen. Das schneiden wir jetzt nur einmal in der Mitte durch. So schräg, dass das ganz bleibt schlecht. So, schaut ja, schaut die Fülle. Und das legen wir dann auf den Teller. So. Machen wir das gleich so. Ja, heute muss ich ein bisschen improvisieren, habe ich eh schon gesagt. Ich habe meine Ding vergessen. Und dann haben wir hier etwas von dem Natursaft. Gehen wir da so einfach so drüber. So, herrlich. So. So sieht das Gericht dann fertig angerichtet aus. Ich habe jetzt schon Hunger. Das schaut so gut aus. So, das war's heute wieder mal von mir. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen, ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao!